Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum Deckprofile des Heldendecks, was in der letzten Duellserie gegen meine Constellas gespielt hatte und das unter Führung von Slash einen erfolgreichen Sieg mit überbringen konnte und einen sehr interessanten Bild hat er, den er uns heute vorstellen möchte, mit dem man eigentlich schon fast Sophia beschwören könnte. Ja, war ja sogar fast möglich. Ja. Genau, also erstmal zur Erklärung, ich spiele keinen normalen Heldendeck, ich spiele ein Schicksalsheldendeck. Heißt also mit Malicious drinne, kein Destiny Hero. Diamond Dude? Diamond Dude, genau. Den hatte ich vorher auch noch drinne, aber der ist mir momentan zu unkonstant. So, erstmal die Helden. Dreimal Shadow Mist. Und zwei Bubble Man. Relativ wenig für ein Heldendeck, möchte man meinen. Genau, dann zwei Beschwörermönche, damit wir den Shadow Mist specialen können. Und dann die drei Schicksalshelden, Malicious. Und obligatorisch die zwei solchen verbreitenden Zombies, um für unsere Rang 8er. Stufe 8er Synchros geben zu können. Genau. Dann spielen wir dreimal Armageddon Knight, um Malicious und solchen verbreitender Zombie und möglicherweise auch Schattennebel in den Friedhof zu bekommen und den Search zu bekommen. Und ich spiele auch zweimal den heroischen Herausforderer. Da haben mich auch gewundert. Wir beide haben tatsächlich uns beide für zwei davon entschieden. Ist halt eine sehr gute Karte. Trampler, Cyberdrache-Effekt, also bietet mehr Rang 4 Searching, also alles, was man will. Dann habe ich halt noch eine weitere sehr interessante Option. Hast dein Game 1 schon ein bisschen gespoilert? Ganz genau, ich spiele einen Klausulas und einen Djinn, ja, um den Djinn-Lock machen zu können. Ja. Das ist wirklich sehr minimal, das heißt, ich spiele nur die beiden und den Necros-Zyklus. Und der Sinn der Sache ist im Grunde. Dark Lord plus das Ding aufs Feld zu kriegen, um den Gegner wirklich auf den Sack zu gehen. Also der Sinn der Sache ist, wenn ich Klausos auf der Hand habe, kann ich Klausos abwerfen, direkt diese Ritual Spell suchen und optimalerweise mit Armageddon Knight dann den Djinn in den Friedhof werfen. Und dann könnte ich den Djinn Lock machen. Ja. So hast ja gut gemacht im Game 3, da hast du ja nicht nur das hingelegt, sondern noch ein bisschen mehr. Genau, und mit gewissen anderen Karten, die ich gleich zeigen werde, ist das halt sogar relativ konstant. Ja. So, kommen wir jetzt zu den Zauberkarten. Da haben wir nämlich dreimal Verstärkung für die Armee. Damit können wir halt auch Armageddon Knight oder Klausulas suchen, dann sind alles Krieger. Dann dreimal ein Held lebt. Habe ich sehr selten bei dir gesehen. Ja, habe ich einfach selten gezogen. Ist aber natürlich eine super Karte. Ja. Sucht direkt Maskenwechsel mit Shadow Mist. Dann zweimal Schicksalsziehen für Malicious. Finde ich ist eine überhaupt nicht unkonstante Karte, weil man relativ flexibel mit Shadow Mist sich auch die Malicious auf die Hand suchen kann, um die Karte dann direkt nutzen zu können. Also die kommt eigentlich nie tot bei mir, jo. So erfahrungsgemäß bis jetzt. Dann, selbst mag ich Djinnlocks auch nicht, deswegen spiele ich 4 Djinnlockouts, Main, 2 Darkholder, 1 Regiki, 1 Book of Moon. Standard, so spielt das sind die meisten Decks so, die halt Djinnlock nicht schön finden. Ganz genau. Dann spiele ich eine meiner Sneak-Karten, ein Galaxie-Zyklon. Momentan war mein Bild halt ohne MSTs im Main und dachte ich mir, probiere die Karte mal aus, weil die ja doch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja, das Problem ist, man muss sie ja ziehen, ne? Genau, wenn man sie nicht zieht, dann bringt sie halt auch nicht so viel, so ist das halt. Oder die Chain sie nicht reinwerfen möchte. Ja. Genau. Dann noch zwei verbotene Kelche für ein bisschen Effektnegierung und gegen meinen verbotenen Lanze hier ein bisschen anverbotinieren. Genau, und wie gesagt, eben schon der Necros-Zyklus. Dann die Traps. Dann die Traps. Fällt, wer mitgezählt hat, nicht sehr zahlreich aus. Einmal Kartenvernichtungsvirus. Super Karte in dem Deck. Malicious hat weniger als 1000 Angriff. Darklore hat weniger als 1000 Angriff. Du meinst Shadow Mist? Shadow Mist, ganz genau. Beide suchbar. Super Karte. Ja, sollte man vielleicht gegen Decks, die einen Vorteil daraus ziehen, Karten in den Friedhof zu werfen, rausnehmen. Aber gegen Constellas ist das ganz gut. Die haben eigentlich nur Monster mit über 1,5 und können damit im Friedhof nicht wirklich viel anfangen. Und eine einsame Mirror Force ist auch noch im Main. Ja. So, Extra-Deck technisch sieht sehr vielfältig aus. An 4er Axis spiele ich einmal Nummer 80, Bissbewohner, 2 Lava-Barketten für Friedhof-Action, einen Exiturnritter. Ark und einen finsteren Xyz Rebellion Dragon. Sollte eigentlich ein Castell werden, aber ich habe momentan noch kein Castell besorgen können. Deswegen ist es nur der. Ein Synchros, ein Goyo-Wächter, 2 Ogerdrachen der Leere und ein Bies. Und ein Fusionsmonstern, 2 Darklore, ein Acid und ein Enki. Ja, so sieht's aus. Ja,
ein sehr kreatives Deck, tatsächlich noch mit der Ritual Engine, wie mein Drachenmeister-Ritterdeck, Möglichkeit auf alles, auf alle Beschwörungstypen, sogar gebracht in der Duellserie. Nicht schlecht, ein guter Lockdown. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Deck auch hier gefallen auf diesem Kanal und mal sehen, wie es dann beim nächsten Mal aussehen wird, wenn es wieder seinen Titel verteidigen darf. Mal sehen, ob dann da noch die Ritual Engine und alles drin ist. Da hat man ja sehr viele Möglichkeiten. Mal sehen, wie der Support bis dahin wird. Das war hier das Deck-Profile von den Helden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.